Neue Prototypen Tesla baut jetzt auch Groß- und Schnellstand. 17.11.2017, 10.51 Uhr Seitenanfang. Der Elektroautobauer Tesla will auch das Lkw-Geschäft aufmischen und greift zudem das Kerngeschäft von Porsche an. Firmenchef Musk stellte einen strombetriebenen Sattelschlepper und einen neuen Roadster vor. Aber Tesla hat gerade auch viele Probleme. Von Katharina Wilhelm, ARD-Studio Los Angeles. Als das Biest hatte Tesla-Firmenchef Elon Musk das neueste Fahrzeug seiner Flotte angekündigt. Der Vorstandsvorsitzende von des Elektroautobauers geizt nicht mit markigen Worten, wenn es um seine Fahrzeuge geht. Es wird sie umhauen, so Musk. Technisch verspricht der neue Tesla-Sattelschlepper einiges. Er soll bei voller Beladung von 0 auf knapp 100 km/h in 5 Sekunden beschleunigen, sagt Musk. Für eine schnelle Akkuaufladung sollen sogenannte Megawager sorgen. Der Betrieb eines Elektrotrucks soll laut Tesla 20% günstiger sein als bei einem herkömmlichen Diesel-Lkw. Tesla verspricht, dass er pannenfrei 1,6 Millionen Kilometer schaffen kann. Einen konkreten Preis für den Sattelschlepper nannte Musk nicht. Der Tesla Elektrotruck laut Firmenangaben pannenfrei auf 1,6 Millionen Kilometern. Der Truck soll bei voller Beladung von 0 auf knapp 100 km/h in 5 Sekunden beschleunigen. Von Moriting der Tesla Semi, so der Name des Sattelschleppers, soll außerdem mit der Möglichkeit für autonomes Fahren ausgestattet werden. Der Truck bremse vollautomatisch und halte die Spur, wenn ein Notfall eintrete, so Musk. Für Sicherheit sorge außerdem die besondere Bauweise der Fahrerkabine. Dort sitze der Fahrer in der Mitte. Damit spart sich Tesla auch verschiedene Versionen für den Links- oder Rechtsverkehr. Ähnlich wie bei den Apple-Präsentationen hob sich Musk ein besonderes Bonbon noch für den Schluss auf. Sein One-More-Thing, eine Sache noch, ist eine neue Version des Tesla Roadsters, die nun produziert werde. Tesla-Chef Elon Musk präsentiert den neuen Roadster. Schnellste Beschleunigung unter Serienautos. Der Roadster soll die schnellste Beschleunigung unter Serienautos haben und von 0 auf knapp 100 Stundenkilometer in 1,9 Sekunden kommen. Der Roadster soll 2020 verfügbar sein, der Elektro-Lkw 2019. Ob dieses Ziel zu halten sein wird, ist eine viel diskutierte Frage.